Brand des Holzverarbeitungsbetriebes Irle in Gummersbach-Dieringhausen. Gestern, 11.08. um 20.14 Uhr, meldeten Anwohner den Brand eines Holzverarbeitungsbetriebes in der Schulstraße in Gummersbach-Dieringhausen. Eine Produktionslagerhalle brannte fast völlig aus. Die Flammen griffen auch auf das daneben befindliche Wohnhaus sowie ein Tennisclubheim über. Zwei Lastwagen, die sich auf dem Gelände der Firma befanden, brannten völlig aus. Das Wohnhaus ist derzeit nicht bewohnbar. An dem Clubheim entstand erheblicher Sachschaden. Insgesamt entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 1 Million Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Drei Personen mussten aus dem Wohnhaus evakuiert werden. Die polizeilichen Brandermittler nahmen heute Vormittag die ersten Ermittlungen auf. Sie suchten den Brandort auf, um sich zunächst einen Überblick über das Ausmaß der Schäden zu machen. Die Ermittler machten sich nun auf die Suche nach der Brandursache. Sie befragten Zeugen und sprechen das weitere Vorgehen mit der Staatsanwaltschaft ab. Für den heutigen Nachmittag forderten sie aus der Abteilung im Schloss Holte-Stutenbrock Brandmittelspürhunde an. Die Hunde können auch durch Tiefenschutt und in einsturzgefährdenden Bereichen Spuren vom Brandbeschleuniger auffinden. Die Suche verlief jedoch ergebnislos. Für die Brandermittler wird es somit in den nächsten Tagen weitergehen auf der Suche nach der Brandursache.